machst du, was du nachhauen. Vor allem stoppen wir die Blutspur des Westens, Verbrechen vor allem von den USA, der NATO und der EU gegen die Völker der Welt. Die Kriege, die heutigen Kriege des Westens, der Kolonisierer gegen die Kolonisierenden und ihre andauernde Blutspur kehren hierher zurück, zerstören aber eure Länder. Zeigt die Realität. Was können wir daraus lernen? Imperialistische Kriege stoppen und aggressive Lebensweise verändern, hier und dort. Schluss damit. Notwendig angesichts der aktuellen Weltlage ist, die koloniale Lebensweise hier aufzugeben, hier grundlegend die zu verändern. Demgegenüber aber stehen die herrschenden Interessen, die einen so weitermachen, und der staatliche Wille zur Gewalt. Das zeigt uns der systematische Imperialismus und Kapitalismus der USA, egal ob Wahlen oder nicht, immer. Das zeigt die Geschichte. Irak, erste Mal, neue Kriege, Vietnam, Irak, Syrien, Afghanistan und so weiter, sie werden das nicht aufgeben. Auch die Gewalt nach innen ist faschistisch im Augenblick und wird sich auch nicht so leicht ändern. Das heißt, der Imperialismus und der Kapitalismus ist systemisch gegen die Völker und die Befreiung der Völker der Welt gerichtet. Wir wünschen Bolivien Kraft und revolutionäre Liebe und Bewegung, um weiter zu kämpfen. Sie haben einen großen Schritt gemacht. Sie haben ihre Macht und ihre Würde wiedererlangt. Die Indigenen und die Menschen, die in Bewegung sind dort, gegen Imperialismus, für Freiheit, für gerechten Frieden und für Selbstbestimmung.